Ja, hallo Technik und Foto- und Videofreunde, herzlich willkommen zu einer neuen Foto-Video-Review, ne? Ich habe mir gedacht, das könnte vielleicht mal eine Digitalkamera sein, die mit Sicherheit vor den ein oder anderen Filmer von euch draußen vielleicht mal eine interessante Option oder Überlegung wert sein könnte. Jeder Hersteller hat ja heute fast inzwischen so eine outdoor-taugliche, spritzwassergeschützte, manchmal auch komplett wasserdichte Outdoor-Kamera im Programm, aber oftmals haben die halt in der Bildqualität so ihre Schwächen und da ist es schwierig, da ein Modell zu finden, so die Eierlegende, die Wollmilchsau, das so wirklich wasserdicht ist. Ne? Guckt man sich die GoPros an, okay, mit ihrem Gehäuse kriegt man sie wasserdicht, damit ist meistens immer der Ton scheiße. Und wenn ich ehrlich bin, die Bildqualität von den GoPros ist, ja, es ist eine Action-Cam, das ist aber eine ganz andere Art von Filmerei und also wenn du als Auffilmer mal vor der Kamera stehst, du hast immer das Problem, du siehst dich nicht da drauf. Dann diese 170 Grad Weitwinkeldinger, ne, das ist alles andere als schön manchmal, ne, am Rand und Fischaugen-Effekt schon fast. Also greifst du zur normalen Digicam, ich als immer mit meiner Sony RX100er Reihe, ne, die ist super gut kompakt, also da brauchen wir nicht über die Bildqualität reden. Ne. Hier der 1 Zoll Sensor mit den Zeiss-Linsen macht ein hervorragende Arbeit. Und da so eine eierlegende Wollmilchsau zu finden, ne. Ist schwierig, habe ich bisher auch wirklich noch keine Lösung dafür gefunden. Darum hier jetzt mal ein Test mit der TG 860. Die erste outdoor-taugliche, also komplett wirklich wassergeschützte, wasserdichte Kamera, die auch ein hochklappbares Selfie-Display hat, das egal, ob du das jetzt draußen drin oder sonst wo verwendest und du stehst mal auf der anderen Seite der Kamera auch noch siehst, was denn gerade vorne zugange ist. Ne? Die Dinger haben ja alle diese integrierten Objektive, die hin und her fahren, damit nichts rausschaut und abbricht. Ne? Ist halt dann nicht so perfekt, wie wenn du hier so eine perfekte Leica oder Zeiss-Linse vor einem fetten Sensor hast. Aber wenn wir es einfach mal auspacken, ausprobieren. Das Ding ist noch so original verpackt. Ich habe noch nicht reingeschaut. Ich habe gedacht, wir machen das zusammen. Ne? Das ist die orangene Ausführung. Kommt hier in dieser kleinen Schachtel. Olympus hat ja ein paar tolle Features und die haben wirklich ein paar tolle Sachen aufgelegt in der letzten Zeit. Gerade diese Mikro-Vierdrittel-Geschichte ist wirklich hervorragend. Sie haben ja noch eine andere Wasserdichte gerade im Programm. Die haben zwei so reine. Aber das ist ja das Modell gewesen mit dem Klappdisplay. Das andere Modell, der die TG4 oder sowas, die aus der TAF-Serie, die hat zwar noch ein nicht stärkeres Objektiv, aber mir war halt auch dieses Display wichtig. Ne? Also habe ich gedacht, das müssen wir doch einfach mal ausprobieren. Denn probieren geht über studieren. Gekauft habe ich mir das Teil beim Foto Erhard, guter Online-Shop, und da gab es das Teil für 249 Euro. Geht noch vom Preis her für so eine Outdoor-Cam. Das große Schwestermodell hier kostet, glaube ich, schon ein Huni mehr oder so. Ne? Also wir haben hier eine Garantiekarte, Basic Manuals, ja, da schauen wir mal nicht rein. Ne? Da ist hier so Männer- und Bedienungsanleitung. Die schmeißt man erst im Papierkorb, dann sucht man einen halben Tag was und flucht und dann holt man sie wieder raus und schaut erst danach. Ne? So, was haben wir denn hier noch drin? Stromkabel. Das ist kein Ladegerät, das ist nur ein USB-Lader. Ne? Das heißt aber, man kann den Akku in der Kamera laden, was ich gar nicht so schlecht finde, denn nach dem Film übertragen lasse ich die Kamera einfach immer noch am Rechner hängen, um die Batterie zu laden. Und hat der Vorteil, wenn ihr so eine Kamera habt, die auch onboard die Ladefähigkeit habt, ihr könnt mit einer Powerbank unterwegs zum Beispiel auch immer wieder arbeiten. Oder man kauft sich einfach noch einen Reserve-Akku. Hier haben wir diese kleinen Akkus. Das ist das Modell LI50B, heißen diese Teile. Das werden wir natürlich brauchen. Wir haben hier noch ein Tragegurt und hier noch mal ein wahrscheinlich USB auf. Ach nee, Scheibenkleister, ne? Kein USB-Mikroanschluss, sondern ein, wie heißt der, USB-Mini. Das ist der USB-Mini, ne? B-Mini, kein Mikro. Ah, Leute, kommt schon. Die ganze Welt ist jetzt auf USB-Mikro. Gut, jetzt kommt auch schon wieder USB-C, ne? USB Mini, Leute, echt jetzt? Ach nee, das ist ja voll Panne. Hast du wieder ein weiteres Kabel am Schreibtisch rumliegen, ne? So, aber wow, erstaunlich klein diese Cam. Gut, was ja nicht schlecht ist, ne? Klein ist nicht übel, ne? Kannst du wirklich immer einstecken, hast du dabei. Ach nee, das ist jetzt echt. Das ärgert mich jetzt. Ich habe überall Micro-USB-Kabel rumliegen. Jetzt brauche ich hier so ein Kabel wieder. Ne? Oder du musst halt ständig die Karte rauspriemeln in die.
Ah, gut, lassen wir mal draußen. Werden wir wahrscheinlich brauchen. Ja, so ein Kabel kann ich nicht überall rumfahren. Das würde man sagen, es ist ein Minuspunkt. Ne? Sony hat es schön auf Micro-USB. Das ist klasse. Ich habe nämlich gar nicht so viele USB-3-Anschlüsse am Rechner. Und jetzt muss ich nämlich dafür extra ein weiteres Kabel anbringen. Ah, das ist nicht schön gelöst. Das ist nicht schön. Olympus, Leute, das geht besser. Schau bei der Konkurrenz, wie die das machen. So. Legen wir mal weg. Schauen wir hier mal weiter. Interessant an dem Teil ist auch noch, das hat einen zusätzlichen Auslöser hier vorne. Ne? Das heißt, wenn ihr hier so mit Selfie-mäßig arbeiten seid, müsst ihr nicht irgendwie hinter der Kamera den Knopf suchen, den ihr nicht seht, sondern könnt hier vorne drauf drücken. Ne? Ja, geht ziemlich weit rein, bevor du da mal einen Widerstand spürst. Ja, das soll vielleicht auch nicht zu schnell auslösen. Ne? Das hier sind keine Knöpfe, das sind Verschraubungen. Ja, dann Blitzlicht. Wir haben hier intern dieses Teleskopobjektiv hier, Periskopobjektiv. Und ich würde sagen, zu ganzen technischen Daten, da hänge ich euch einfach mal den Link vom Hersteller unten rein. Könnt ihr da mal nachschauen. Okay. Das schlägt hier ein wenig an, so, ne, dass es ein bisschen festgesaugt wird. Wir haben auch oben nochmal einen Widerstand, damit das nicht von allein wieder zuklappt. Ne? Ist aber sehr leicht. Sehr kompakt. Das wiederum gefällt mir, weil nur wenn die Kamera super leicht und kompakt ist, hast du sie auch wirklich immer griffbereit. Wenn du sie brauchst, nämlich irgendein 3-Kilo-Teil, das lässt du dann doch irgendwie im Rucksack zu Hause oder im Auto liegen. Aber sowas kannst du natürlich immer einstecken. Ne? Wir haben eine kleine Zoom-Wippe. Wow, die ist aber ganz schön. Die ist ein bisschen low-budget. Das ist wirklich, da haben sie sich nicht mit Ruhm bekleckert. Okay, sie müssen alles wasserdicht bauen, ist verständlich, ne? Aber habe ich schon schöner gesehen. Wir haben hier nochmal ein Gewinde auf der Seite. Ne, weiß nicht, Hochkantfotos sind noch eh Panne. Wir haben hier die Seite, die Klappe hier, doppelt verriegelt, ne? Ist natürlich wichtig, das sollte dicht sein. Oh, was sehe ich hier drin? Was sehe ich hier drin? Was sehe ich hier drin? Habe ich mich hier etwa getäuscht? Nee, halt nicht getäuscht, aber getäuscht. Aber ich bin positiv überrascht. Ist das? Nee, scheiße, was ist denn das? Zu früh gefreut. Doch kein Micro-USB. Was ist das? Das wird... Das wäre ich, das nochmal nachgucken. Hier haben wir hier diesen fetten USB-Mini-Anschluss zum Laden und Übertragen. Und dann haben wir noch einen daneben. Ist das ein Mini-HDMI? Das wäre es natürlich geil gewesen, wenn hier dann doch noch ein Micro-USB drin gewesen wäre. Sah im Augenblick so aus, aber der Micro-USB ist schmäler. Was haben wir da noch für einen Anschluss drin? Seht ihr das? Zweiter Anschluss, hier der fette USB-Mini und hier einen... Ja, Bedienungsanleitung. So ist das, ne? Erst immer wegmachen und dann nochmal rausholen. 20. Schauen wir mal, ob wir das auf die Schnelle finden. Das interessiert mich jetzt, ob das so ein Mini-HDMI ist. Was ist da noch drin? Ach, und es klingelt wieder mal an der Tür. Ich glaube nicht. Es ist unglaublich, wie oft meine Videos unterbrochen werden. So, hier haben wir natürlich den Anschluss. Ich würde sagen, da schauen wir einfach mal auf der Webseite nach, damit sich das hier nicht in die Länge zieht. Ja, wirklich ein riesen fettes Buch und dann nur 4 Seiten ist ein bisschen was erklärt. Ne? Steht hier nicht dabei. So, jetzt muss ich aber dann doch mal an die Tür und mache hier mal kurz einen Cut. Ich habe gerade mal nachgeschaut und es war, wie gedacht, ein Micro-HDMI Typ D. Also einmal Micro-HDMI und einmal hier leider nur Mini-USB. Muss man ja nicht unbedingt anschließen zum Übertragen, denn das Teil hat ja auch WLAN, aber früher oder später müsst ihr es halt doch anschließen, weil ihr müsst ja irgendwann wieder mal den Akku laden. Ne? Von daher empfehle ich eigentlich immer gleich über das Kabel auch die Bilder zu holen, weil dann wird die Kamera schon geladen, vergesst nicht und steht draußen irgendwann mal mit leerer Batterie, was ziemlich doof ist. Ne? Und man spart ja nochmal den Strom, weil WLAN-Übertragung sorgt halt auch nochmal. Ne? Okay,
Dann würde ich sagen, gucken wir mal, ob ein bisschen Saft auf der Batterie ist, dass wir es einmal anwerfen können. Die ganzen technischen Daten, Funktionen, Modis, das Ding hat tausend Sachen. Ich hänge euch mal den Link zu den technischen Daten drunter. Das könnt ihr euch selber in Ruhe durchlesen. Die brauche ich jetzt nicht hier runterbeten. Also es hat wirklich viel Funktion. Was mich im Endeffekt wirklich nur interessiert, ist nachher noch die Bildqualität. Aber hier muss man natürlich immer sagen, das ist eben halt keine Sony der RX100-Klasse, sondern das ist eine Outdoor-Kamera. Da muss man halt ein bisschen Abstriche machen, aber schauen wir mal, wie viel. Aber was halt nur mal nicht schlecht ist, ist hier natürlich ne, Display, das Selfie-Display zum Hochklappen. Ne? Und das kann ja schon mal manchmal ganz hilfreich sein. So, schauen wir mal, was wir anmachen. Da noch ein bisschen Strom drauf ist. Jawohl, okay, wir bekommen hier gleich mal ein schönes Menü mit allen möglichen Sprachen. Hier hinten haben wir eine schönes, wie heißt es hier immer, so ein Knopfkreuz. Deutsch, jawohl, okay. Was haben wir hier? Jahr, Monat, Tag. 2015, kommt noch hin. Aber heute haben wir den 22, also nee, heute haben wir erstmal den 12. Ne? Und Tag den, immer so rum, ne, so rum. Den 22. So, Uhrzeit. 16 Uhr 41. Darüber, runter. Jetzt, also 42, das muss eine halbe Minute vorgehen. Okay, wo sitzen wir? Ne, wir sitzen in, das ist ja cool gemacht. Die Zeitzonen. Oh, ne? Das ist cool gelöst. Kann man ein bisschen Erdkunde lernen. Okay. Ja, und dann sind wir einsatzbereit. Ne? Cool. Da seht ihr mal die Kamera. Ne? Selfie. Ne? Cool. Ja, aber Display gefällt mir schon mal gut. Es ist kein super hochauflösendes, es hat glaube ich nur so diese so knapp unter einer halben Million Pixel Auflösung, aber es zieht nicht nach, es ist wirklich schnell. Okay, haben wir hier nichts mit Touch. Zoom. Oh, macht keine schönen Geräusche. Das hast du mit Sicherheit. Beim Videofilm auf der Audiospur. Gut, das ist jetzt auch nicht im Aufnahmemodus. Oftmals sind sie, laufen sie leiser im Videomodus. Probieren wir doch mal. Mal gucken, was hier gleich. Moment, wir schalten hier erstmal um auf. Gibt es hier einen richtigen Videomodus? Sagt uns hier Panorama. Sport. Hier haben wir die Artfilter, das ist eine coole Sache bei Dings. Hier haben wir die Szenenfilter, hier haben wir super Nahaufnahme. Hier haben wir die E-Auto-Funktion. Hier haben wir Programmautomatik-Funktion. Programmautomatik mit ein paar Sachen zum Ändern. Ne? Selbstporträt ist okay. Selfie-Modus ist heutzutage Pflicht. Ne? Schauen wir mal hier ins Menü rein. Wifi, ne, wollen wir mal nicht. Dann gehen wir hier zu den Videoaufnahmen. Schauen wir mal, was es hier gibt. Das Ding hat einen Hybrid-Stabilisator, ist aber änderbar. Wir können ihn ausschalten, den Stabilisator. Oder wir können ihn einschalten und mit Hybrid, da nimmt er dann noch Bildstabilisator, also digitalen und mechanischen. Das Ding hat einen 5-Achsen-Stabi auf dem Sensor plus digitalen. Mal schauen, wie gut er ist, ne? Müssen wir mal ausprobieren. So, was gibt es hier noch zum Einstellen? Ich würde gerne mal die Videoauflösung anschauen. Wenn sich die einstellen lässt. Kameramenü 1, 2. Okay, wir können hier Mikro ein- und ausmachen. Windschutzgeräusche können wir dämpfen. Wiedergabe, Menü für Einstellungen, Karte formatieren. Das machen wir mal als erstes. Ne? Ja, jawohl. Ups, der letzte Film noch nicht runtergezogen. USB-Verbindung auf Speicher, okay, Power an, Toneinstellungen, können wir hier dieses Gebimmel hier wegmachen, Lautstärke, das machen wir nachher zurück, Pixelkorrektur, wo haben wir,
GPS hat das Ding auch noch. Ausmachen auf jeden Fall, wenn man es nicht unbedingt braucht, weil das Zeug frisst Strom ohne Ende. WLAN machen wir auch mal. Kann man das ausmachen? Zack, aus. Alles Stromfresser. Tabelleinstellung, Tastenfunktion. Hier kann man das vorne umschalten. Dieser Knopf vorne. Auf der Vorderseite gehen wir natürlich auf Video aufnehmen. Und der da hinten auf Video, ne? Weil wir sind ja Filmer. So, jetzt hätte ich gern aber immer noch Komprimierung. Feine Qualität. Platz spielt keine Rolle. Gegenlichtkorrektur automatisch. Gesichtserkennung. Ganz wichtig, macht die Gesichtserkennung rein. Das ist kein unnützes Feature, das ist wichtig, denn ich sehe so viele Videos, wenn die Kameras dann auf den Hintergrund scharf stellen, das ist immer doof. Was haben wir hier? Auswahl der Belichtungsmessstörung ESP. Das war digital zum Aus. Ja, weg mit dem Ding. Bildstabilisator ein. Blitzsteuerung aus. Hilfslicht. Aufnahmeansicht nach der Aufnahme, nein, ich habe doch gerade gesehen, was ich fotografiert. Bildausrichtung ein, Datumstempel aus, hochauflösender Zoom. Okay, das ist die Ansicht. iMovie, das war der Hybrid, das hatten wir schon. Ja, wo? Ich glaube, ich habe hier gar keine Auswahl der Video einstellen. Doch, muss ich doch irgendwo einstellen können. Da gibt es mit Sicherheit auch kleiner wie Full HD. Haben es aber gut versteckt, ne? Dann macht das Ding immer Full HD 60 Bilder auf. Tja, wir sind jetzt einmal die ganzen Einstellungen durch. Entweder habe ich es übersehen oder das Ding macht einfach immer nur Full HD mit 60 Vollbilder. Ne, das muss doch noch ein paar andere Funktionen haben. Aber hier ist keine Einstellung dazu. 1080p, doch, da muss es doch eine Einstellung dazu geben. Okay, ich habe es. Ist nicht im Menü zu finden, sondern hier direkt im Programm. Da haben wir nämlich 1080, 720 VGA, Highspeed, genau, das Ding hat eine Highspeed. Naja, wir gehen hier schöne 1080, 60p. Passen 2 Stunden 27 drauf, aber so lange wird der Akku wahrscheinlich sowieso nicht durchhalten, ne? Also im Programmmodus habt ihr hier noch die Möglichkeit, ein paar Sachen auszuwählen. Ne? 16 Megapixel, 4:3 Auflösung oder 16:9, 1:1 oder 2:3. Die Videoauflösung hier direkt ins Menü. Hier habt ihr noch die Artfilter, kann man hier direkt ansprechen. Das ist schön. Jede Menge Zeug. Natürlich ist okay. Hier habt ihr gleich noch die Blitzgeschichte. Über- und Unterbelichten, das ist auch schön, wenn man da schnell hinkommt. Den Weißabgleich, ISO-Automatik, okay. ISO High, man kann anfangen bei von 125 auswählen, von Hand bis 6400. Das finde ich nicht schlecht, das Durchzeppen hier. High-Speed-Aufnahmen, Zeitauslöser. Ah, das ist ganz okay gemacht. So ein Schnellmenü finde ich immer nicht schlecht. Ja. Krass, der Fokus findet sogar hier auf der schwarzen, ne? Unterlage, ne? Müssen wir schauen. Der löst so stark und so schnell auf, dass er hier sogar die ganz mikrofeine Textur und findet da Fokuspunkte, ne? Da haben meine Sonys Problem, darauf scharf zu schalten, ne? Wow. Olympus. Tough. TG860. Schön leicht. Ja, wird ein bisschen länger das Review. Mit Akku drin. 225 Gramm. 7,95 Unzen. Also das Ding könnt ihr ohne Problem in der Jackentasche, das Ding könnt ihr sogar auch noch in die Jeanstasche stecken. Und vor allem, da braucht ihr keine Angst haben, dass da irgendwie, ne, was kaputt geht, weil die sollen ziemlich gut was aushalten. Ne? Die sagen hier auch bis 15 Meter Wassertiefe. Und aus 2,10 Meter noch sturzsicher. Also die kann euch auch vielleicht mal runterfallen. Natürlich sollte man es nicht immer drauf ankommen lassen, aber es ist nicht schlecht, wenn so eine was wegstecken kann. Okay. Bedienung muss man sich halt immer zuerst noch ein bisschen reinfuchsen, aber ich denke, wenn man sowas einmal eingestellt hat, dann ist gut.
Und dann würde ich sagen, sehen wir uns hier bald in dem nächsten Video, wo ich einfach mal das Teil, mal das standardtypische 60 Sekunden Testvideo vom Balkon mache, um einfach mal einen Eindruck für den Kaffee und die Farbe zu bekommen. Werde ich gleich hinten dranhängen und einfach mal direkt so 1:1 rausschieben. Gut, wir haben jetzt schon ziemlich spät 16 Uhr, ne? Wir haben den 22. Dezember, verdammt kurze Tage. Das Licht verschwindet hier verdammt schnell, darum werde ich jetzt nicht lange rumquatschen, das Teil hier mal sofort aufs Stativ stellen und einfach mal die 60 Sekunden Testvideo filmen. Ne? Ja. Absoluter Negativpunkt für mich ist dieser Mini-USB, dass da kein Mikro ist. Musst du zusätzlich Kabel mitführen und überall extra eins haben. Das finde ich wirklich Panne. Sonst sage ich mal, die ist die Idee von dem Teil natürlich cool. Full HD 60 Vollbilder mit Selfie-Display und das Ganze natürlich in wasserdichter Ausführung. So, jetzt kommst du nur noch drauf an, wie gut ist die Videoqualität. Fotoqualität ist in dem Ding für mich nicht wichtig. Natürlich, ich werde mal ein paar Fotos machen und gucken, wie es ist, aber das ist eigentlich eher für mich zum Filmen. Ne? Schauen wir mal, ob das vielleicht was für den einen oder anderen von euch sein könnte. Ich werde euch natürlich auf dem Laufenden halten. Ne? Ja, aber das ist Panne. Das ist echt Panne hier. Also das geht nicht. Das gibt Abzug in der B-Note. Okay Leute, ich sage danke fürs Reinsehen. Wir werden kommentieren hier mal ein etwas längeres Unboxing der Stylus TG860 Outdoor Cam. Eigentlich eine super gute Idee mit so einer wasserdichten, frostsicheren, stoßfesten Videokamera, Fotokamera mit Selfie. Ne? Zweiter Auslöser. Bildstabilisierend. Mal schauen, wie die Mikroqualität ist, aber das werden wir alles in den nächsten Tagen und Wochen ausprobieren. Nur eben hier eine Stecker. Das war jetzt ein bisschen doof. Okay, Leute, das war's hier in dem Video. Ich sage danke fürs Reinsehen, bewerten, kommentieren. Wir sehen uns hier bald wieder beim Hilbi auf dem Kanal, wenn es was Neues gibt. Von dieser Digicam. Okay, bis dahin. Ciao, Leute, macht's gut.